Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag von Bündnis 90 und Grünen, den wir heute hier beraten, wird mit Artikel 3 des EU-Vertrages eingeleitet. Das hat mich sehr gefreut, denn in Artikel 3 des EU-Vertrags erinnert uns daran, worum es geht in Europa und in der Europäischen Union. Die Union fördert den Frieden, ihre Werte und das Wohlergehen der Völker. Wenn wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten Europa und die europäische Integration in den Mittelpunkt unserer Politik stellen, dann meinen wir genau diese Ziele. Es geht uns darum, dass die Menschen bei uns in Deutschland, bei Ihnen, in Ihren Wahlkreisen, in meinem Wahlkreis, in Hamburg-Bergedorf, Harburg und Wilhelmsburg, es geht uns darum, dass diese Menschen ein gutes Leben führen können. Ein Leben in Freiheit, ein Leben in Frieden und ein Leben in Sicherheit, auch in sozialer Sicherheit. Darum ging es uns, als wir im Koalitionsvertrag mit der Union das Kapitel zu Europa an erste Stelle setzten und im Koalitionsvertrag die Überschrift gaben, ein neuer Aufbruch für Europa. Wir assoziieren Europa keine Geldpipeline, die in irgendwelche Länder verlegt wird, so wie das Herr Lindner und die FDP tun. Bei solchen Bildern wie Geldpipeline geht es nicht um Frieden, Freiheit und Sicherheit. Mit solchen Bildern fördert man Nationalismus und Ausgrenzung. Mit solchen Bildern will man nicht Verantwortung für unseren Kontinent und für die Menschen in unserem Land übernehmen. Und dass Herr Lindner keine Verantwortung für unser Land übernehmen will, das ist uns ja hinlänglich bekannt, wie wir am Anfang der Legislaturperiode erfahren durften. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Europa ist mehr als eine Wettbewerbsgemeinschaft. Es ist mehr als die Organisation eines internationalen wettbewerbsfähigen Wirtschaftsraums. Es muss auch mehr sein. Denn nicht immer profitieren alle gleichermaßen von den Errungenschaften Europas und den Entwicklungen in Europa. Ich begrüße den Antrag der Grünen ausdrücklich, finde ihn aber einseitig begründet. Klar, die Finanzkrise hat zu großen sozialen Verwerfungen geführt, für die sich alle Mitgliedstaaten verantwortlich fühlen müssen. Da bin ich ganz bei Ihnen. Aber was ist mit den ganz normalen Strukturwandel? Der Werftenkrise, der Kohlekrise, der Krise auf dem Automobilsektor in den letzten Jahrzehnten. Wir Sozialdemokraten sind der festen Überzeugung, dass diese Krisen auch unter dem Dach Europas gelöst werden müssen. Wir sind der festen Überzeugung, dass Europa mehr ist als eine reine Wettbewerbsgemeinschaft. Wir sind der Überzeugung, dass Europa eine Werte, ja auch eine soziale Gemeinschaft ist. Es kann uns nicht egal sein, ob die Jugendarbeitslosigkeit im Süden unseres Kontinents besonders hoch ist, nur weil sie in Deutschland niedriger ist. Und wir sehen in die Zukunft. Was passiert im Strukturwandel der Zukunft? Ja, wir sind positiv gestimmt, was die Digitalisierung angeht. Die Digitalisierung hat das Potenzial, unser Leben besser zu machen. Aber auch in Zukunft wird es Menschen in Europa geben, die mit den schnellen Anpassungsprozessen auf dem Arbeitsmarkt nicht so schnell hinterherkommen oder sich in eine regional bestimmte Strukturkrise wiederfinden. Für diese Menschen, egal ob Bürgerinnen und Bürger Deutschlands, Spaniens, Frankreichs, Portugals und so weiter, für diese Menschen muss Europa da sein. Viele Menschen fragen sich und zweifeln, ob sie wirklich jede Entwicklung der Zukunft mitmachen, ob sie das schaffen. Wir sehen überall in Europa, dass diese Verunsicherung Menschen auf die Straßen treibt. Diese Unsicherheit kann das europäische Projekt als Ganzes gefährden. Frau Kamm-Karrenbauer, die CDU-CSU insgesamt, tut sich schwer mit dieser Herausforderung. Aber Sie können doch nicht allen Ernstes als erste Antwort auf den französischen Präsidenten den Vorschlag eines Flugzeugträgers geben. Zum Antrag der Bündnis Grünen. Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, wer soziale Sicherheit anstrebt, sollte die Menschen nicht verunsichern. Ihre Vorschläge zum Zugang zu den nationalen sozialen Sicherungssystemen sind meines Erachtens nach weltfremd und überfordern alle. Ich freue mich allerdings, dass Sie den Vorschlag von Olaf Scholz für eine Arbeitslosenrückversicherung aufgenommen haben. Eine Arbeitslosenrückversicherung ist nicht nur solidarisch, das ist vielleicht etwas untergegangen hier in unserer Runde heute, sie ist vor allem ein Beitrag zur Finanzmarktstabilität. Ich freue mich auf die weiteren Debatten im Ausschuss. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es freut uns sehr, dass Sie schon so zahlreich auch zur Abwicklung der folgenden Tagesordnungspunkte, unter anderem 11 Abstimmungen, hier erschienen sind. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen und den folgenden zwei Rednerinnen und Rednern in dieser Debatte auch noch zu folgen. Das Wort hat die Abgeordnete Dr. Frauke Petri.